So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon X Wonderlock Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode machen wir weiter mit der Route Nummer 7, die wir jetzt, glaube ich, sogar schon fast abgeschlossen hätten. Und ja, wir haben in der letzten Episode das allererste Mal ein richtig edles Pokémon in diesem Projekt bekommen, was halt wirklich exotisch ist. Nämlich dieses wunderbare Spiritomb von jemandem aus den Philippinen, glaube ich. Ja, das war tatsächlich jemand aus den Philippinen. Der hat zwar die englische Sprache angegeben, aber ich glaube, das war tatsächlich jemand aus den Philippinen. Philippinen. So, oh, schwieriges Wort. Ja, und heute darf ich mir nochmal ein Pokémon fangen. Es gibt da ja diesen einen Zwischenfahrt zwischen Prehistoria City, so heißt die Stadt, glaube ich, und der Route Nummer 7. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich da ein Pokémon kriege, was sich dann halt auch lohnt. Und wie heißt die Route? Die Geolinkhöhle. Okay. Geolinkhöhle. Ich hoffe. Ich krieg. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Bist du in der Lage, Pokémon gut auszuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Okay. Calm down. Wer bist du? Pokémon-Züchterin Denise mit 4 Pokémon, unter anderem Picolente. Nein, aber lieber Scholli. Picolente. Ich würde mal sagen, rest in peace, denn das wirst du hier nicht aushalten. Ich habe nämlich ein Spiritum. Ja, ich fand, euer Feedback in der letzten Episode war ziemlich nice. Ja, viele von euch haben das richtig krass gefeiert, was ich da für ein geiles Pokémon bekommen habe. Ich glaube, da gab es auch eine Person, die hat gesagt, yo, Alter, beruhig dich. Aber Leute, das bin halt ich, ja. Ich bin emotional mittendrin, statt nur dabei, ja. So fast DSF-Style. Sport 1, Verzeihung. Und so muss das auch sein, ne? Let's Plays, das sind Emotionen, Spiel, Spaß und Spannung. Ja, das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann ist dieses Projekt, denke ich, nichts für euch. Vor allen Dingen, das sind halt Nuzlocks. Ja, wenn man in der Nuzlocke keine Emotionen rauslässt, dann bleibt, glaube ich, irgendwie ein bisschen was falsch bei der Person. Das ist meine Meinung. So, läuft hier. Ja, und was mit Spiritomb natürlich auch so ein kleines, kleiner Drawback ist, ist natürlich, dass Spiritomb, ja, halt nicht der schnellste Pokémon ist. Vor allen Dingen dann halt nicht noch mit so einem Wesen. Das ist ja klar. Aber das könnte eventuell so ein kleines Anzeichen dafür sein, dass es nicht so OP für einen Run ist, ne? Nur nochmal als kleiner Hinweis. Yo, und da gab es noch etwas, was ich euch sagen wollte, nämlich dass, ach, diese ganzen Tollwünsche jetzt gerade und Leute, die onkommen, das ist, ach, Paralyse. Blöd. Das ist richtig toll von euch, ja. Und dass die meisten hier von euch, die dieses Projekt reinziehen, auch einfach mit mir fiebern. Das wollte an dieser Stelle einfach nur mal Danke sagen, Leute. Danke, dass ihr dieses Projekt zu einem tollen und guten Projekt macht. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal gesagt haben. Jo, so erstmal Schattenstoß, um das Pikachu aus dem Konzept zu bringen. Verzeihung, ich meine natürlich zu besiegen. Und ja, Pikachu gibt ja, glaube ich, seit der 6. Gen unglaublich viel. Ja, 60 ist richtig, genau. Unglaublich viele Erfahrungspunkte, was wir hier wieder sehen. Und ja, Spiritomb. Mit einem Kampf mal eben 2 Level-Ups gemacht. Besser geht's nicht. Ja, Absorber. Von einem Mirapla. Das ist jetzt natürlich nicht so der Burner. Ah, der Schaden, der muss... Oh, Fangkraft. Ja, nice. Ja, die Fangkraft, Leute, die ist richtig gut. Die Fangkraft, die nehme ich gerne. Alter, Leute, die Fangkraft, hallo? Das heißt, ich probiere mal gleich was aus. Vielleicht. Na, bitte. Spiritomb, tu mir das nicht an. Guck mal, ich habe dich eben in höchsten Tönen gelobt und jetzt machst du hier solche kleineren Faxen. Das muss nicht sein. Ja, also knocken wir erstmal dieses Mirapla aus. Mit einem Shadow Sneak. Um dieses Mirapla zu finishen. Besser geht's nicht. Und das war's mit dir. Ja, ansonsten muss ich mir nochmal korrigieren, Leute. Ich habe ja in der letzten Folge auch noch gesagt, dass Spiritomb eine vierfache Feenschwäche hat, aber ich habe es mit Hydreigon verwechselt, also mit Trikifalo. Und ja, es tut mir leid. Ich weiß natürlich, dass es nicht stimmt und dass es falsch war und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, ich brauche Stärke, das ist nicht gut. Und jetzt erhalten wir das erste Pokémon in der Geolinkhöhle. Und was wird sein? Milza, wow. Wir erhalten, glaube ich, gleich mal das seltenste Pokémon, was man hier, glaube ich, hätte bekommen. Stopp. Kann Milza nicht Drachenwut? Jo. Blutexer, komm mal rein. Ich habe jetzt gerade richtig große Angst, dass Milza Drachenwut kann. Wenn Milza nämlich Drachenwut. Das
ist jetzt gerade ein riesengroßes Problem. Oh Mann, warum? Milzer das Drachenmut. Ich wusste, dass das irgendein kleines Problem geben wird. So Gewissheit, das ist gut. Das heißt nämlich, die nächste Drachenwut können wir zu 100% überleben. Da ist mir auch der Crit scheißegal. Ich denke, ich werfe nämlich auch direkt jetzt mal einen Ball. Wir sind zwar in der dritten Runde, aber trotzdem sollte doch ein Flottball eine ganz solide Wirkung haben, oder? Ich habe, glaube ich, auch noch die Fangkraft bekommen. Klappt das? Ich glaube nicht. Okay, nochmal eine Gewissheit. Ich glaube, die bringt uns immer noch nicht unter 40 HP. Gut. Gut, gut, gut. Das ist das Wichtigste. Ja, was mache ich jetzt? Kriege ich das irgendwie runtergeschwächt? Ich glaube, mit Glutexo geht das nicht. Aber Glutexo ist das einzige Pokémon, was ich hier jetzt gerade wirklich sicher reinwechseln kann. Versuch's nochmal mit einem Superball. Oh Gott, ey, Drachenwut. Gut, dass ich da rausgewechselt bin. Sonst hieß es bei Spiritomb wie gewonnen. So Zeron, Alter. Oh nein. Nein, Mann. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier an so einem Milzer scheiter. Und. Ja, ich muss, glaube ich, jetzt gerade echt weiter Supertrank benutzen. Ah, ist das eine Verschwendung? Ist das eine Verschwendung? Hallo, das ist gerade ein Struggle. The Struggle is real, Leute. Unglaublich große Probleme, hier einen Milzer zu fangen. Fucking Milzer. Kratzer. Wie Schaden machst du? Ich hoffe... Okay. Doppelhieb. Doppelhieb? Was ist das denn? Ey, von allen Pokémon, die ich hier hätte bekommen müssen, ne? Warum encounter ich Milzer? Warum? Ich glaube, hier gab es Zubats und Flurmilz. Zubats und Flurmilz all day long. Die hätten nichts gegen mich machen können. Und ich krieg da so einen Milzer, was jetzt auch noch Silberblick einsetzt. Ja, scheiße. Ich hab... Oh, okay, das war ein Crit. Und jetzt gibt es den Doppelhieb und... Das ist nicht gut. Ich werde jetzt pokern müssen. Weil ich auch einfach jetzt nicht die ganze Zeit hochheilen will und so. Und nach dem Silberblick bringt mich ein Doppelhieb sowieso in eine Range, wo mich eine Drachenwut auslocken kann. Und deswegen... Oh, danke, danke, danke. Boah. Hatte ich gerade Angst. Hatte ich gerade eine Scheißangst, Leute. Dieses Milzer, ne? Das hat mich jetzt gerade sowas von geflasht. Es knackt mit seinen Hauen, mit seinen Hauern Nüsse. Berechnet seine Fangzähne ab, wächst an ihrer Stelle ein stärkeres Ersatzpaar. Okay, Milzer. Du, ich würde dir jetzt am liebsten einen anderen Namen geben. Und das ist auch noch weiblich. Und dann macht er so krassen Stress. Okay, zum Glück hat das Drachenwut nur einmal eingesetzt, aber trotzdem. Das ist kein normales Milzer, Leute. Banger Army. Gut, passt. Das ist kein normales Milzer. Das kann kein normales Milzer sein. Das ist ein Anabol-Milzer. Ja, Testosteron, vollgebombtes Fangkraft Level 1. Warum Fangkraft Level 1? Ist mir ruhig Fangkraft Level 3 geben können. Nee, Spaß. Vielen lieben Dank an alle Leute, die hier die ganzen Kräfte schicken. So, let's do this. Scheues Wesen. Okay, ist eh Bullshit. Scheues Wesen. Frohes Wesen wäre gut, ne? Aber kein scheues Wesen. So, Milzer. Also, ich habe natürlich wieder Twitter gepostet, paar Leuten Bescheid gegeben, ne, unter anderem hier meiner Ghetto-Sis und, ich hoffe, ich kriege jetzt wieder irgendjemanden aus Deutschland. Das wäre zur Abwechslung wieder richtig nice. Ich glaube, Vereinigte Staaten, New Jersey, don't be a punk. Ich bin kein Punk, man. Okay. Okay, 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 was erhalten wir von ihr? Aha! Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh nein! Du mieses Stück! Du mieses Stück! Du mieses Stück! Du mies... Love Disc! Love Disc! Love Disc! Love Disc! Ja! Love Disc! Love Disc! Love fucking Disc! Alter, ist das ein scheiß Pokémon! Lipiskus! Locker Wassertempo und es ist tatsächlich eins, was einfach gefangen worden ist. Hättest du nicht wenigstens Shiny Chained sein können? Oh Mann. Enttäuschend. Das ist echt enttäuschend. Da bin ich jetzt gerade auch echt salty drüber. Nico, möchte mit dir tauschen? Nee, Nico, sorry. Das muss nicht sein. Meryl. Packen wir mal Meryl nach vorne und Penpur. Ja, die Pokémon, die ich trainieren will. Rawls müsste ich ganz nebenbei auch wieder trainieren. Einfach weil Level 12 dann heißt Entwicklung. Und das wäre schon ganz gut.
So, Rivière Promenade. Oui, oui, oui. Und, ah, stimmt, Zerschneider. Ah, Zerschneider. Ich hätte Orte mit Zerschneider aufsuchen können. Och, ich Banause. Wie konnte ich das nun vergessen? Okay, Zickzack. Dann kriegst du halt irgendwas mit Zerschneider beigebracht. Ja, woraus hast du Lust, Zickzack? Sandwürfel brauchen wir nicht. Ich überlege gerade. Das war schon sehr enttäuschend. Ja. Ich meine, ich wiederhole mich gerade, aber Leute. Nee. Das musste echt nicht sein. So ein Glibunkel zum Beispiel. Das wäre auch mal was für eine Story. Habe ich nie benutzt, Glibunkel, obwohl das so ein edles Pokémon ist, ne? Ja, da muss ich wieder an den Anime denken, ja. Rocco und Glibunkel. Wer kennt die Story zwischen diesen beiden Partnern nicht, ne? Und wer feiert sie vor allen Dingen nicht? Oh ja. So, Glibunkel. Level 14. Ne, danke. Okay, weiter geht es hier. Oh, das muss jetzt echt nicht sein, lieber Nico, ja. Also beim nächsten Mal, da muss ich, glaube ich, leider jemanden aus meiner Freundschaftsliste kicken. Ja, ich bin gerne online, ne? Aber nicht, wenn das dann für solchen Spam, sage ich mal, missbraucht wird. Weil wenn ich da einmal ablehne, dann hat es ja auch einen Grund, ne? Ich will ja nicht in diesem Projekt mit euch tauschen. Eigentlich schon, aber lieber über einen Wundertausch. Nicht auf diese Art und Weise, aber trotzdem vielen lieben Dank. Was haben wir jetzt hier? Mini-Pilz. Oh, okay. Mini-Pilz. Not bad, not bad. Diese kleinen Pilze, da muss ich auch wieder an meinen Bro Buzzy denken. Schöne Grüße an dich, wenn du das Video siehst, Digga. Digga? Illumise. Oh, nein, bitte. Nicht wieder so ein unnötiges Pokémon. Woll wieder Illumise. Ja gut, jetzt kann man sagen, Regi, du bist voll der Assi. No love for Illumise und Volbeat. Ja gut, aber so wirklich muss das eigentlich nicht sein. Und ganz nebenbei, Leute, die Regeln wurden geupdatet. Da solltet ihr am besten mal einen Blick in die Beschreibung werfen. Und ich glaube nämlich, wenn alles gut läuft, können wir auf der nächsten Route, und das ist glaube ich Route 8, sogar zwei Pokémon fangen. Wenn alles gut läuft. Also laut den Regeln. Das Problem ist dann nur, diese Pokémon gibt es dann nicht im in Einzelkämpfen. So, also das eine gibt es, aber das andere halt nicht. Deswegen ist es halt ein bisschen ärgerlich, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Regelung machen kann. Und auf der nächsten Route gibt es Sengo und Vipitis. Das Problem bei diesen Paaren ist aber, dass die sich gegenseitig angreifen und es dann halt immer eine 4:1 Überzahl gibt mit dem, ich glaube auf in X war es mehr Sengo als Vipitis und in Y andersrum. Ich meine auf jeden Fall, es war irgendwie sowas in der Art und das Problem ist, die knocken sich halt gegenseitig aus. Aber ich glaube, Sengo gibt es dann beispielsweise nur auf diese Art und Weise. Deswegen frage ich mich, wie ich dann zum Beispiel das Sengo fangen soll, wenn die sich gegenseitig killen. Entweder muss ich da einfach nur unglaublich Glück haben oder, ja, keine Ahnung, ich muss mir da was einfallen lassen. Ich glaube nämlich, das Pokémon, was es dann halt alleine da gibt, oder das alleine da steht, gibt es dann halt nicht in Einzelkämpfen. Aber das ist halt eine Regelung, die da eigentlich sogar fast fest vorgeschrieben worden ist in den, in den Nuzlocke-Regeln, wie ich sie von PokeWiki habe. Oder Bulbasaur. Die Route 8. Deswegen ist es halt sehr ärgerlich. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das dann am besten regeln werde. Ich glaube, ich meine, es gibt diese Regelung, ne? Und ich muss jetzt, glaube ich, sogar echt mal nachschauen. Okay, Moment. Es ist eigentlich irrelevant, denn ich muss ja überhaupt erstmal diesen beiden, oder es gibt ja drei verschiedene Arten von Doppelkämpfen. Und wer sagt mir denn überhaupt, dass ich da dem einen begegne? Okay, das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt hier rein und benutze einfach mal Honig. Denn Honig haben wir ja von Trovato bekommen. Das lockt ja den Leuten Dingens raus. Hier. Mehrfachkämpfe. So, und das benutzen wir jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt wirklich Glück habe, tritt der Fall ein, dass ich zwei Pokémon fangen darf. Okay, das ist nicht der Fall. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Wie knocke ich die jetzt alle aus? Ja, komm, Meryl. Ein Tackle sollte doch reichen, oder? Ah, Tackle, du machst mich stolz. Meryl, du machst mich stolz. Richtig schön. Das Problem ist natürlich jetzt, ja, wir müssen jetzt hier alle Dingens, als besiegen. Das ist nervig. Ich meine, ich könnte die natürlich auch in Einzelkämpfen. Oh, Heuler. Okay, das macht die Sache jetzt ein bisschen behinderter.
Ding ist, ich könnte den natürlich auch alle in so Einzelkämpfen fangen. Oder also Wingull jetzt. Aber ich weiß nicht, ob Wingull in Einzelkämpfen... Das wird ein Unterfangen! Das, meine Freunde, wird tatsächlich ein Unterfangen. Ich bin jetzt verwirrt. Ich werde mit Heuler voll gespammt. Wie zum Teufel fange ich jetzt bitteschön das Wingull? So, jetzt... komm einmal durch. Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Da haben wir jetzt gerade echt ein Problem. Also, ich bin jetzt gerade stur. Okay, es reicht doch, Leute. Minus 5. Was wollt ihr sonst von Merrill? Lupstrahl. Lupstrahl trifft leider nicht alle. Okay, Tackle, Wingull. Komm wenigstens durch, Merrill. Nice. Und damit war es erstmal für dieses eine Wingull. Halt, also, es sind nur drei da, die uns potenziell angreifen können. So, Level Up kannst du aber auch noch für Merrill. Null Angriff. Joa, so muss das sein. Null Angriff, hallo? Wir brauchen schon Angriff, wenn du ein hartes Wesen hast. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Plus null Angriff mit einem harten Wesen. Was machen wir jetzt? Ich mach Spiritum rein. Kann ich wenigstens Faxen mit Shadow Sneak machen. Ein Shadow Sneak müsste auf Level 7 gegen diese Wingards auch ausreichen. Und Wingards gegen ganz nebenbei in den EVs. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier gerade effektiv in den EVs für meinen Merrill gefarmt. Ja, haha. So, Superschall, Spiritum ist aber einfach zu agil. So ein Stein, der ist halt zu schnell. Da kommt man nicht so schnell gegen an. Und reicht ein Shadow Sneak bei minus 1? Sag jetzt nicht bitte ja. Okay, perfekt. Heißt, wir haben jetzt nur noch zwei Wingards hier gegenüber. Ich muss immer noch eins von denen besiegen. Das andere leider nicht. Noch ein Heuler. So, jetzt wird's kritisch. Ob ich da jetzt immer noch ein Pokémon besiegen kann. Und noch. Ja, jetzt werde ich definitiv keins dieser Wingards besiegen können. Das heißt, Shadow Sneak, here we go. Wobei, es könnte trotzdem ausreichen. Es ist ein Spiritomb. Okay, oder auch nicht. So, jetzt haben wir auch das Problem, dass wir von Superschall getroffen worden sind. Und, nochmal. Heuler. Seriously, Leute, muss das sein? Wie lange sind sie jetzt hier an dem Kampf? Locker 2-3 Minuten, oder? Es sind nur Wingulls. So, Finte und das reicht für dieses Wingull aus. Perfekt. So, und nun? Wie sieht's aus mit Hypnose? Hyperhypnosis! Dafür musst du jetzt aber erstmal durchkommen und du musst vor allen Dingen auch treffen. Okay. Das ist nicht der Fall, ist aber in Ordnung. Denn von den ganzen Heulern machst du dir selber jetzt noch kaum Schaden. Das ist natürlich ziemlich gut. So, jetzt treffe ich natürlich mit Hypnose nicht. Das passiert aber auch zwischendurch mal. So, nochmal Heuler. Ich weiß gar nicht, bei wie viel du bist. Minus 5, glaube ich, jetzt auch. Und Hypnose trifft. Nice! So, das erhöht nämlich die Fangrate. Was machen wir jetzt? Habe ich eigentlich für Bälle? Probier mal einen Netzball. Ah, für Wasser- und Käfer-Pokémon. Nice. Das müsste doch also auf Wingull eine ganz gute Wirkung haben, oder? One. Two. Three. Und das war's. Wingull wurde gefangen. Perfekt. Und ich darf wieder ein Pokémon in den Wonder Trade schicken. Das heißt, zwei in einer Folge. Hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Aber das muss halt auch mal sein. Okay, Wingull, was geht ab? Ich hoffe, ich kriege jetzt endlich wieder ein nices Pokémon. So, Banger Army! Booyah! Hashtag Banger Army, nice. So, und das schicken wir auch natürlich gleich in den Wonder Trade. Und Leute, ich hoffe, ihr tauscht weiterhin. Ich hoffe, ihr vertauscht weiter. Oh, Merrill entwickelt sich! Oh, ist das nice! Oh, ist das nice! Habe ich ja komplett vergessen. Ja, Leute. Unsere kleine dicke Wasserfee wird jetzt zu einer großen dicken Wasserfee. Wuhu! Dangerous. Da ist es. Merrill. Ja, Merrill, ein schönes Pokémon. An sich. Ein kleines, trolliges Pokémon. Vor allen Dingen Shiny Merrill ist nice. Ja, sieht aus wie so ein Überraschungsei. Und gucken wir uns einfach mal die Statuswerte an. Wie sieht es aus mit den Statuswerten von Azumarill? Müssen euch jetzt gerade richtig nice sein. 30 Angriff mit Krabkoloss wären es 60. Ah, Mamacita, ist das gut. Mamacita, ist das gut. So, aber wir haben immer noch eine Aufgabe zu erledigen, nämlich der Wonder Trade. Und guck mal, wir haben jetzt wieder ein bisschen was an Trash bekommen, in Form von Libiscus. Aber auch das heißt wieder, dass wir das Libiscus, das wir beim nächsten Mal beim Wonder Trade eventuell bekommen können, nicht behalten müssen.
richtig gute Alternative, wie ich finde. Diese Dupe-Claws ist schon echt nice. Und wir haben schon viel Trash bekommen. Oder viel lahmes Zeug, was wir in diesem Frankreich. Echange SVB. Was für SVB, Junge? Der Streuner von Preußen? Was? Nee. Komm. Obhut von Smoke. Punkt. Okay, Smoke. Punkt. Das kriegen wir jetzt zurück. Flurmel. Flurmel. Auch wieder so ein Standard-Flurmel. Das wir gerade aus der Geolink-Höhle hätten bekommen können. Oh ja, oh ja, oh ja. So, Wismore. Wie sieht's aus? Bist du vielleicht ein Zuchtrest? Zuchtrest. Das wäre natürlich auch übergeil. Ach, wir haben es gar nicht hier. Ups! Wie konnte ich das nur vergessen? Stopp, 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 stopp. Wundertausch? Gucken wir uns das nochmal genauer an. Okay. Komm, bitte kein... Nein! Warum? So eine Scheiße. Ich habe auch eben die letzten in den Kommentaren auch wieder gelesen. Ich kann anscheinend nur mit den Leuten aus Oras tauschen, wenn ich die Top 4 besiegt habe. Und wenn das tatsächlich stimmt, es wäre doch überkrass bad und schade. Also für mich jedenfalls. Denn ich kriege natürlich nur solche trashigen Pokémon. So, okay. Route 8 wäre damit beendet. Auch hier kein Erfolg, was coole Pokémon angeht. Spiritomb bleibt anscheinend eine Ausnahme. Ja, ist in Ordnung. Ja, es ist halt auch ein episches Pokémon, Spiritomb, ne? Aber demnächst erhalten wir eine Angel und dann können wir wieder richtig, richtig, richtig viel Wonder traden. Deswegen bin ich guter Dinge, Leute, und freut euch drauf. Ich meine, wenn ich mal vier Pokémon am Stück Wonder traden darf, ne, und die ganzen Trashing-Pokémon, die wir hätten bekommen können, weg sind. Oh Gott, nein, nein, warum, 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 warum? Ah, aber ich habe Azumarill. Ach, ach, ich Idiot. Warum bin ich dann nicht einfach auf Azumarill gegangen? Oder auf Traxler? Die hätten natürlich hier so eine Drachenwut tanken können, weil das natürlich auf die beiden keine Wirkung hat. Oh, ich bin Hause. Okay, okay. Die Gefahr von Drachenwut hat sich hiermit nämlich jetzt offiziell erledigt, würde ich sagen. Okay, jetzt kriege ich natürlich auch Gewissheit reingedrückt, aber auch Gewissheit, der Unlicht-Move, macht natürlich auf mein Pokémon keinen Schaden. So, ich glaube nämlich, ich erhalte in der nächsten Stadt die Angel. Damit kann ich dann in der nächsten Stadt, glaube ich, angeln. Weil ich glaube, da kann man gar nicht angeln. Aber da erhalte ich doch Aerodactyl mit dem Fossil. Genau, genau, ich erhalte Aerodactyl. Dann kann ich auf der Route zu der komischen Leuchtsteinhöhle, kann ich ein Pokémon fangen. Ich kann in der Leuchtsteinhöhle selber ein Pokémon fangen. Und ich kann mit der Angel dann nochmal in Magnus Opus Palast anscheinend was angeln. Ich weiß aber gar nicht, ob man tatsächlich im Magnus Opus Palast angeln kann. Da müsste ich nochmal schauen. Aber es läuft ziemlich gut. Bis jetzt. Eigentlich. Ich kann mich nicht beschweren. So. Jetzt haben wir wieder eine Wingalarmee da. Aber die Wingalarmee... Ah, nee, Leute. Ich hätte gerne die Senko und die Pitesarmee gehabt, damit ich hier ein bisschen... ganz schlingelhaft Wonder traden kann mit einem Pokémon mehr, aber das war leider nicht der Fall. So, was geht ab? Wer bist du? Wow, ich habe gerade im Kopf durchgespielt, wie ein Kampf zwischen uns verlaufen könnte. Und dabei gewonnen, ob ich damit wohl richtig lag. Wenn du damit richtig liegst, mein Freund, dann wäre die Nase doch hier beendet. Und ich glaube, aufgrund dieser Tatsache sind die Leute auf meiner Seite, oder? Ah, ich glaube auch. So, Azumarill gegen Pampam. Auch wieder ein gutes Matchup, einfach wegen dem Typenvorteil. Kampf-Pokémon gegen Feen-Pokémon haben ja generell auch im Competitive immer so ein bisschen Probleme. Ey, nice, AP hergerafft. Jo, habe ich wieder meine AP von Tackle aufgefüllt. Und guckt euch das mal an. Non-Step Tackle von dem Azumarill. Macht so viel Damage. Das ist heftig, Kraftkoloss. Einfach nur zu gut. Ich meine, okay, wir haben ein hartes Merrill bekommen, das ist natürlich auch schon mal richtig gut. Und wir haben auch noch das eine oder andere Pokémon, was wir... brauchen können, bekommen. Ich sollte mich eigentlich gar nicht so beschweren, ne? Ich beschwere mich auch eigentlich gar nicht, aber trotzdem! Hey! Ja, was, wieder was Exotisches. Ja, das Spiritomb, das hat mich jetzt hungrig gemacht. Das ist der Hunger für mehr und Rasierblatt. Ja, solange es nicht crittet. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ein Rasierblatt sollten wir noch tanken können. Und der Tackle reicht aus. Puh, gehabt. Das war nämlich auch ein Roll. Das hätte ganz knapp werden können und dieses Mehikel hätte eventuell überlebt. Zum Glück war das aber nicht so der Fall. So, nochmal Tackle hinterher, auch dieses Goldini. Auch das kriegen wir getötet KO. Besser geht's nicht. Die ganzen Tötet KOs sind richtig. Puh,
Do I risk it? Ich werde es riskieren. Oh, ernsthaft. Ernsthaft. So, nochmal Aquavelle. Ich glaube, einmal kann ich noch riskieren. Jetzt kriege ich jetzt so One-Turn-Confusion. Das wäre auch ganz gut. Aber ich komme durch die Kommission durch. Zum Glück. Das hätte böse enden können. Also ich merke schon, Azumarill, das ist auch so eine kleine Kampfmaschine. Das sollte ich mir auf jeden Fall gut aufbewahren. Und das sage ich jetzt gerade, nachdem ich jetzt gerade so viel Biech gemacht habe. Ach ja, ja, ich bin schon ein Stingel. Und plus 3 Angriff von Azumarill. Ja, Leute, plus 3 Angriff. Very da nice. So, ich glaube aber trotzdem, das reicht erstmal für Azumarill. Du hast genug gekämpft, Azumarill. Glutexo, du darfst auch einmal ganz nach hinten. Ich brauche euch beide nämlich erstmal nicht mehr. So, Schutz. Und ich glaube, ich trainiere erstmal Rawls. Ich glaube, ich trainiere erstmal Rawls. Aber Leute, ich sage jetzt einfach mal an dieser Stelle. Erstmal noch ein wilder Pokémon-Kampf. Wenn euch die Episode gefallen hat. Oh, Absol. Absol. Süß. Zum Glück muss ich das nicht fahren. Das hätte mein Team auch wahrscheinlich dezimiert. Ja, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat. Es reicht. Es reicht. Warum machst du das, Absol? Mann. Och, geht doch. Glück gehabt. Wenn euch die Episode gefallen hat, Leute, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und supporten. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Knapper als knapp. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder von Pokémon X. Ja, und da werden wir wieder das ein oder andere Pokémon fangen können. 100% und den One-Hot-Trade schicken. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao. Euer Regi.